Messers und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Dieses Mal mit einer etwas anderen Kombination. Und zwar Wasp und Isita. Ja, warum? Weil es anders ist. Einen anderen Grund gibt's nicht. Ich kann mal schauen, vielleicht kriege ich da den einen oder anderen Kill. Na, das ist aber bestimmt nicht auf dieser Map. Ja, ich hatte aber davor auch richtig viel Glück und zwar bin ich auf Highway gelandet. Highway mit Isita und diesem wunderschönen Untersatz, der natürlich enorm viel aushält, ne? Ist klar. Alter, ey, das war... Kriegst du die Krise, wenn du sowas siehst. Gut, okay. Gucken wir mal. Vielleicht läuft's, vielleicht auch nicht. Vielleicht komme ich auch nicht mal in die Nähe der Gegner, weil ich schon vorher... voll auf die Schnauze kriege. Aber ich dachte mir, auf dem Papier hört sich das doch gar nicht mal so schlecht an, ne? Isita macht ja trotzdem Schaden mit dem Overdrive kannst du auch den einen oder anderen Gegner wegholen, mitnehmen, in den Tod reißen. Aber wenn du natürlich nicht mal in die Nähe dieser Leute kommst und die nur einen Schuss für dich brauchen, ja, dann ist es am Ende so, dass du 0-3 hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann natürlich dann auch einfach umwechseln auf irgendwas anderes, aber ich dachte mir so, hey, warum nicht? Man kann ja vielleicht auch mit dieser Kombination sein Level up machen. Aber so im Nachhinein betrachtet und das, was ich jetzt hier sehe, würde das wahrscheinlich bei mir so 3 Jahre dauern. Gut, ich kann es jetzt versuchen, vielleicht den Overdrive hier irgendwo in der Nähe zu zünden, so. Vielleicht hier so. Da so. 3500 und der Typ ist nicht mal gestorben. Ja, ja, so kann es natürlich laufen, ne? Wunderbar. Also, mega scheiße. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die damit komplett eskalieren mit dieser Kombination und 30-0 machen, aber... zu denen gehöre ich nicht und wahrscheinlich braucht man dafür auch alles komplett voll verbessert. Ne, so wie für alles brauchst du, boah, Alter, wie ich hier auf... Oh ja, da fällt mir ein, ich habe ja die Variation Fliegengewicht. Vielleicht sollte ich die auch nochmal rausnehmen. Ja, so kommt es natürlich auch dazu, dass du halt nur einen Schuss abbekommst. Oh, nice. Ja, so kommt es dazu, dass du einen Schuss abbekommst und dann schon komplett durch die Luft wirbelst. Come on! Ja, ich nehme mal ganz kurz das Ding raus. Weg damit. Ja, okay. Gut. Perfekt. Und dann versuchen wir es gleich mal nochmal. Jetzt sollte es ein bisschen einfacher sein, nicht durch die Luft zu wirbeln. Bei jeder kleinsten Berührung. Na? Und ich habe meinen Overdrive. Das war auch schon mal super. Dann kann ich ja mal versuchen, den gleich zu aktivieren. Vielleicht gegen ihn hier. Ja. Nice. Wow. Ich habe ihn geholt. Ich bin super. Ja, geil. Ich hab einen Kill gemacht. Hättest du nicht gedacht, wa? Come on! Jungs, lasst mir doch die Kills hier. Ey. Ich brauche mein Level up. Ich brauche die 40.000 Kristalle, die es hier gibt. So, gleich nochmal. Overdrive leider komplett verschwendet. Einfach mal beschissen. Ich dachte, ich krieg ihn. Der ist ja auch nicht mal weggefahren, ne? Da dachte ich so, ja... Boah, ich muss da nichts mehr machen. Sowieso verloren. Hat er ja auch eigentlich, aber... ne? Oh, ich hab's noch geschafft. Ja, geil. 2-7. Ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt. Naja, eigentlich habe ich es mir besser vorgestellt. Aber bis jetzt ist der Overdrive komplett in die Hose gegangen. Ah, wirklich komplett in die Hose gegangen. Hier könnte man den tatsächlich sehr gut aktivieren, wenn man nicht gerade selber aufs Maul bekommt. Aber okay, Hertha hätte ihn auch wieder deaktivieren können. Hätte ich ein bisschen Glück gehabt. Gleich habe ich ihn sowieso wieder. Vielleicht ja dann... Ich könnte natürlich auch mein Level Up nur damit machen, hier die Leute zu heilen. Ne? Das wäre auch eine Option. So, kriegen wir dadurch auch ein ganz gut EP?
120, 165, naja. So ein bisschen ist da schon drin. Mit jeder einzelnen Heilung. Da lässt sich doch bestimmt was machen. Oh, Junge. Jungs, chillt mal. Bleibt mal hier ganz locker, ne? Ganz locker. Aber schön, dass wir das Ding hier vielleicht sogar noch rocken. Also, wird schwer. Boah, wird schwer. Aber vielleicht. Ich fühle mich einfach so komplett nutzlos, ne? Aber trotzdem mache ich EP. Okay, gut, es ist auch jetzt wirklich nicht schwer, hier irgendwie EP zu machen. Ja, das ist eigentlich. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, keine EP zu machen. Na, jetzt haut mal hier ab, ne? Und ich habe einfach noch immer keinen mitgenommen. Ey, das ist so traurig. Ich bin wahrscheinlich der einzige Boss-Spieler, der es nicht hinbekommt, mit dem Overdrive irgendeinen Kill zu machen, ne? Alter. Traurig, aber leider war. Holy moly, ey, wie ich auf die Schnauze kriege hier. 3-12, aber das Lustige ist, es gibt 2-11. Ja, es gibt Leute, die sind schlechter als ich. Das ist schön. Das freut mich. 3-13, 2-12. Und der hat ja einen viel besseren Gearscore. Okay, das ist cool. Finde ich super. 200 Punkte aber gemacht. Auch nicht schlecht. Ich brauche ja noch ein paar Punkte für meine wöchentliche Aufgabe. Hoffentlich kriege ich die. Danke. Auch wenn ich nicht mit Kills überzeugen kann, so kann ich doch wenigstens hier so ein bisschen mithelfen, hier die Punkte zu erobern. 12 Sekunden haben wir noch. Ich kann jetzt, wo kann ich denn jetzt noch meinen Overdrive zünden? Also wow, ich habe es tatsächlich geschafft, in einer Schlacht mit dem Wasp Overdrive nicht einen einzigen Kill zu machen. Unglaublich. Aber wenigstens 1600 EP. Ich bleibe einfach mal bei der Kombination, auch wenn ich damit echt schlecht unterwegs bin. Aber wenn man hier sowieso, egal was man macht, EP bekommt wirklich, dann ist es völlig egal. Dann ist es Latte. Dann mache ich es einfach so. Außerdem habe ich sowieso das gesamte Video über Zeit. Und wenn ich so, oh, okay, na gut, gucken wir mal, wie es hier wird. Und wenn ich sowieso mit kaum Hilfe, die ich hier beitrage, trotzdem auf 1600 EP komme, ja, dann ist es gut. Naja, was jetzt nicht so gut ist, ist halt hier, der da. Aber warte mal. Ja, okay, gut. Ich dachte, der haut sich selber noch weg. Nö, ist natürlich nicht der Fall. Kannst du auch nicht erwarten. Ja, das Schöne ist, kaum einer hat Schutz gegen mich. Ja, der hier, ja, gut. Aber ansonsten, du siehst kaum einen mit Isida-Schutz rumfahren. Hätte ich halt Isida MK27, boah, ich hasse diese Bezeichnung, sagen wir einfach MK8. Dann wäre das ja, oh mein Gott. Moin. Ja, natürlich. What? Hä? Hab ich was verpasst? Was? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Goldbox bekomme. Okay. Richtig komisch. Wieso hat er mich nicht angegriffen? Der hätte die locker bekommen. Was zur Hölle? Holy moly, ich muss öfter mit Wasp spielen, das ist ja unglaublich, ey. Ich trage nichts zum Sieg bei, aber ich klaue mir Goldbox und mache trotzdem irgendwie EP. Oh, lol. Ist das nicht geil? Da, Junge. Noch 1600 und dann habe ich mein Level Up. Ja, mein Gott, ist das easy. Ich muss hier gar nichts machen, ne? Ich muss nichts machen. Ich habe aber schon wieder meinen Overdrive. Ja, aber was soll ich denn? Soll ich jetzt einfach mal hier wegspringen? So versuchen, auf einer anderen Insel zu landen?
Ich weiß es nicht. Schön, dass er seinen Overdrive jetzt hier weggeschmissen hat. Ja, oder? Ich könnte halt... Oh, nee, doch nicht. What? Der hat ihn wieder, aber der hat ihn doch... Eigentlich, müsste der doch komplett runter sein, oder so fast runter, wenn du den aktivierst. Und der ist ja nicht sofort gestorben. Ah, okay. Gut, in Ordnung. Ja, lohnt sich halt nicht, jetzt irgendwie hier meinen Overdrive zu benutzen, weil hier ist halt nix. So. Die Gegner sind irgendwo da hinten. Ja, gut, dann lasst mal springen. Gucken wir mal, wo wir landen. Hoffentlich nicht hier an dem Punkt. Ja, natürlich landen wir an dem Punkt. Wie soll es anders sein? Ist ja nicht so, als... Das finde ich irgendwie richtig bescheuert. Du bist hier an einem Punkt, keine Gegner. Du musst dich ja selber killen, ne? Dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst dich selber killen, um hier irgendwas... ja, um hier irgendwas zu reißen, zu machen, zu tun und so weiter und so fort. Ja. Wenigstens nochmal zwei Leute hier mitgenommen. Geil. Geiles Ding. Und jetzt komme ich schon wieder an den Punkt hier, ne? Das... Alter, dafür ist... Also wirklich, die Map ist halt einfach so... Die ist einfach... Es ist einfach eine komische Karte. Es ist wirklich eine komische Karte. Das ist halt so... Das ist dämlich. Du musst dich selber killen, um irgendwelche Punkte einzunehmen. Vielleicht. Weil... Es muss ja nicht sein, dass du auch auf der richtigen Insel spawnst, ne? Das kommt ja noch hinzu. Es muss nicht sein. Du kannst auch dort spawnen wieder. Hat man ja auch gesehen. Und du denkst dir dann so, gut, dann springe ich runter und dann kommst du halt vielleicht auf eine Insel, wo halt, ja, wo halt schon einer ist, der halt da gar nichts mehr machen muss, weil da die Gegner schon alle weg sind oder so. Sehr, sehr bescheuert. Wirklich sehr, sehr bescheuert. Ne, und wer killt sich halt gerne? Ist ja die Frage. So, können wir aber ganz kurz mal hier wieder A einnehmen. Oh, das ist ja ein Gegner. Ja, okay. Kann ich jetzt auch nichts mehr gegen ihn machen. aber ich muss dazu sagen, ich fühle mich in dieser Schlacht weniger nutzlos als in der letzten. Okay, gut. Und vielleicht kriegen wir es sogar noch hin. Wobei, den Punkt hier zu erobern mit den ganzen Leuten hier. Ja, den. Oh. Schrecklich, ey. Die Reichweite, ne? Die ist so begrenzt. So. Alright, wir haben es jetzt aber geschafft. Na, immerhin. GG, im nächsten Match habe ich dann mein Level Up, also. Ja, krass. Wirklich gar nicht mal so schlecht hier. 2000 EP nochmal gemacht. Und ich mach das Ding einfach damit durch. Es ist ja in Ordnung. Ist ja jetzt nicht schlimm. Hauen wir das einfach damit. Ja, machen wir Level Up mit Easy Down und Wasp. Wo ist das Problem? Naja, wobei, okay. 2.14. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Da mache ich mit dieser Kombination bestimmt ein bisschen was, ne? Ja, klar. Ey, bin doch gleich wieder tot. Holy moly, ey, an solche Leute kommst du einfach nicht ran, ne? Das ist wirklich so. An die Leute kommst du nicht ran. Aber kriege ich jetzt meinen Level Up schon mit dem Assist, wenn er drauf geht? Ah, nö. Gut. Dann also jetzt hier mit dem nächsten, den ich kille. Den hier zum Beispiel. Wumm! 2 Millionen EP. Ja, herzlichen Glückwunsch. 40.000 Kristalle gehen auch auf mein Konto. Darf man auch nicht vergessen. Ja, so kann es laufen. Finde ich gut. Finde ich prima. Wenn ich das hier schon wieder so sehe. Ey, noch 200.000 EP machen. Ey, oh mein Gott. Das dauert. So. Gleich mal versuchen hier mit dem Overdrive wieder irgendeinen Kill zu machen.
Vielleicht klappt es einfach in irgendeinen Punkt reinfahren. Ne? Oh, Junge. Dein fucking Ernst? Schade. Ja, so viel zum Thema mit dem Overdrive, ne? Aber okay, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Hey, du hast nicht mal Zeit, irgendwie deinen Turm zu drehen, bis du weg bist. Krass. Einfach nur krass. Ach, nun komm. Dankeschön. Darf ich mal hier zur Seite fahren? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nice. Oh, den habe ich sogar noch bekommen. Oh, super. Finde ich gut. Finde ich gut, wir haben uns beide gekillt. Ups. Komm, heile ich dich einfach mal so ein bisschen. Hast du verdient. Dankeschön. 100 DP fürs Heilen. Toll. Ja geil, immerhin nochmal einen hier mitgenommen. 100 DP fürs Heilen, ey. Super. Damit kannst du halt auch komplett durchstarten, ne? So. Gehen wir mal hier ganz kurz runter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Noch 2 Minuten. Wir haben sowieso gleich verloren, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir das hier aufholen können. Also wenn, dann müssen wir uns anstrengen. Und hier wirklich die Punkte einnehmen. Denn ansonsten wird das hier nichts mehr. Jetzt könnten wir es halt hinbekommen, dass die wenigstens noch ein paar Punkte Abzug erhalten. Oh mein Gott, das ist... Ach, Junge, Junge, Junge. Ein bisschen zu knapp, ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Cross your fingers, Alter. Schon wieder nur noch einen bekommen, Mann. 27. 27 und die haben einfach 2 Punkte, ne? Ja, weil die kommen nicht gegen meine geile Wasp mit Easy da an. Ja, wir haben sowieso verloren, denke ich mal. 2 Punkte haben wir. Also jetzt kriegen sie halt wenigstens ein bisschen Abzug. Ja, was das genau bedeutet, lasse ich eben hier selber entscheiden bei dem Punktestand. Und wenn die halt sowieso immer wieder was einnehmen, dann kommt es gar nicht mal dazu, dass die hier irgendwas abgezogen bekommen, gefühlt. Ach, egal. Was soll's? Gutes Match. Ich habe alles hier... Wow, 11 zu 10! Junge, ich gehe hier mit einer 1er KD raus. Oh. Ich habe mich verbessert. Ich habe mich gesteigert. So, Legende 3. Ich kriege natürlich hier nichts Neues, aber dafür kriege ich ein Dings zum Einsammeln hier. 40.000 Kristalle. Geil, 144 habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich mir als nächstes hole. Vielleicht könnte man... lass mich mal gucken, wie viel kostet denn der Spaß? Ich könnte mir Gauss eventuell bei Rabatten dann holen. Dann spart man wenigstens noch ein paar Kristalle. Ja, das wäre so eine Option. Ja, könnte man machen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mal wieder was anderes hier. War das so besser, Rinion? Ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Mal gucken, ob dann auch nochmal auf dem Großen oder nicht. Einfach mal schauen. Rinja hauen. Ist ja klar.